Schauspiel für wohltätigen Zweck. Im Plauner Kunststudio Schöne Welt befindet man sich zurzeit mitten in der Vorbereitung für ein neues Musikprojekt mit dem Titel Sieben Wünsche Blume. Darüber informierte die Leiterin Nadja Grigorenko heute Vormittag den Landrat Dr. Tassilo Lenk. Er ist gleichzeitig Vorsitzender der Stiftung krebskranker Kinder im Vogtland, an den ein Teil des Erlöses gespendet werden soll. Bei dem Stück handelt es sich um ein russisches Märchen, das von rund 40 Kindern als deutsches Schauspiel am 1. Juni im Plauner Vogtlandtheater aufgeführt wird. Das Kunst- und Kulturstudio Schöne Welt wurde 2007 von Nadja Grigorenko gegründet. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich mit einheimischen und zugewanderten Kindern und Erwachsenen zusammen und wollen mit den Begegnungen die deutsche Sprache fördern.